Wieso kann mein Opa an manchen Tagen besser laufen und an manchen schlechter? Diese Erkrankung, der Parkinson, ist nicht jeden Tag gleich. So wie du dich mal besser oder schlechter in Form fühlst, fühlt sich der Opa auch besser und schlechter in Form. Und das hängt natürlich auch mit den Medikamenten zusammen, wie die eben gerade wirken. Ab welchem Alter kann man Parkinson bekommen und wann kann ich Parkinson bekommen? Also prinzipiell kann man Parkinson auch sehr jung bekommen. Das ist aber sehr, sehr selten, muss man dazu sagen. Kann Parkinson eigentlich vererbt werden? Auch das ist prinzipiell möglich, aber auch wiederum ganz, ganz selten. Was ist ein Normbereich? Der Normbereich ist der Bereich, in dem eine Fähigkeit oder Fertigkeit, in dem Fall die Feinmotorik, normal ist, also mit anderen Leuten vergleichbar. Und es gibt so einen bestimmten Bereich, wo man sagt, ja, das passt, das ist in Ordnung. Und dann aber, wenn einer ganz große Schwierigkeiten hat und ganz schwierig das nur machen kann, dann ist es außerhalb von der Norm und dann muss man das beüben, dass es besser wird. Wie oft muss man das dann machen? Die Übungen sollte man so oft, wie es einem möglich ist, machen. Und es soll ja Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, dann will man nicht üben. Genau, so jetzt tu ihn her und du startest. Start, jawohl, es läuft. Wunderbar. Drinnen bleiben im Griff. Das ist jetzt ein Training, wo wir die Reaktionsfähigkeit trainieren. Wir sehen, dass sich jemand immer verschluckt, dass immer was in die falsche Röhre geht. Dann kann der ja nicht mehr flüssig trinken. Dann können wir ja nicht sagen, ach, trink weiter und verschluck dich, sondern dann müssen wir ja was tun. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir das Essen und Trinken anpassen. Ihr dürft auch ruhig mal trinken, wenn ihr möchtet. Das ist Apfelsaft. Das ist der auch. So, wie Apfelmus. Nicht schlecht. Ist das jetzt Apfelsaft oder Orangensaft? Das war jetzt Orangensaft zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Und? Zwei. Eins. Vier. Ja! Auf geht's wieder. Herr Kuppe, Herr Kuppe.